So, hallo und herzlich willkommen. Weiter geht's hier bei Minecraft Direwolf 20. Mit unserer beschissenen Mobfalle. Wie man sieht, ich habe ein bisschen gewartet. Also, das Ding ist echt von Arsch. Ich habe auch ausprobiert in der XP-Schau an denen hier. Aber das ist Essence. Das ist keine XP. Könnte ich jetzt mal gucken. Ja, Fluid Registry, was kann man damit machen? Kannst du in den Eimer packen. Das war's. Wie hat's jetzt geheißen und wie hat's ausgesehen? Essence, Essence. Emerald. Okay, für was braucht man das? Da ist er. Halt. Kann einen Eimer abfüllen. Und das war's. Okay. Das heißt, wir können die Maschine wird jetzt einfach hier laufen gelassen. Wo? War da gerade echt eine Fledermaus? Naja. Auf jeden Fall können wir ab und zu mal reingucken, aber wirklich toll wird das Ding nicht laufen. Irgendwann wahrscheinlich wieder abbauen, damit wir die Erde wieder bekommen. So, jetzt haben wir eigentlich ziemlich viel. Jetzt können wir nämlich die Upgrades für unsere Ender Quarry bauen. So, wir brauchen zwei davon. Dann brauchen wir einmal Silk Touch, das heißt, wir brauchen eine Goldspitzhacke. Das heißt, ups, einmal hier so. Spitzhacke, dann brauchen wir für Silk Touch. Außer 30 Level. Was war Silk Touch? Das war Silk Touch, 30 Level Slime Ball. Slime Ball, haben wir noch. So, halt, einmal das. Hey. Achso, ich kann nur das Buch herstellen. Scheiße. Dann einmal ein Buch. Aha. Nicht so blöd. Bild davor ist so gar nicht da. Aber ich brauche zwei Stück. Einmal brauchen wir das Buch, einmal das. Silk Touch. Dann brauchen wir ein Speed Upgrade 1. Da brauchen wir eine Diamond Efficiency 1. Wie bekommen wir Efficiency 1? Blast Fire. Respiration Projectile. Könnte es Zucker gewesen sein? Punch, Power, Fortune, Unbreaking, Infinity Flame, EK Withering, jetzt drüber, Shadow Falling Blast, Protection, Respiration, nächste Form, nein, 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 ach rein steht sogar drüber. Da Efficiency 1, 12 Redstone, 5 Level. Das passt schon. Das heißt, wir brauchen Redstone, 12 Stück. So. Dann einmal das, einmal. Nein. 12 reichen. Ich brauche nur eins. Dann brauchen wir eine Dia-Spitzhacke. Drecksäcke explodieren noch. So, ups. Dann brauchen wir einmal die Gold und Silk Touch, 6 Level. Hammer. Hey, cool. Dia Spitzhacke, Efficiency, 2 Level. Hammer. Dann können wir jetzt einmal Quarry Silk Touch Upgrade bauen.
Und einmal Speed Upgrade 1. So. Das passt schon mal. Dann können wir mal kurz hochgehen in Nether. Weil dann hätten wir ja. Ach, ich habe die Truhe vergessen. Ich trottel. Das ist schon. Nein, dann brauchen wir. Also. Wir brauchen jetzt eine Truhe. Wir brauchen Speed-Upgrades von denen ich. Nee, nicht die. Die hier. Oh, ich hab. Habe ich glaube aber zu wenig davor. Das passt alles, dann brauchen wir genau. Ein bisschen Zeug. So, und wieder eins runter. Können wir mal die Level hier wieder speichern. Das heißt, wir brauchen jetzt eine Chest. Dann nehmen wir die Dia-Chest mit. Wie viel Electrical Steel haben wir? 35. Redstone. Ach, scheiße. Machen wir anders. Machen wir uns folgendermaßen. 15 ist, glaube ich, das Maximum von dem her. Scheiß drauf, machen wir es so. Dann einmal die hier. Hier. Pistons. 19 passt, nein, kein Holz mehr. So, jetzt ist der Electrical Steel alle. Dann brauchen wir von Electrical Steel Steel Iron. Wow, bin kein Eisen mehr. Scheiße. Das muss ich auch mal automatisieren. Ein halbes Stack sollte reichen. Dann brauchen wir Coal Dust. Boah, da haben wir viel. Und dann brauchen wir die komische Bälle, wie heißen sie denn? Silikon. Da haben wir auch noch. Passt. Dann gehen wir eins runter. Das hier rein. Eisenkohle, das. Na, scheiße, hätte ich mir eigentlich mit dem anderen Ofen machen sollen. So, das kommt dann als nächstes dran. Dann haben wir mal wieder eine Runde Eisen. Na komm. Jetzt was bracht. Okay. Wenn ich hier da bin, läuft es eigentlich. Ganz so beschissen ist es jetzt auch nicht, aber hätte noch deutlich besser sein können. Okay, Baby-Zombies waren nicht killed hier, oder was? Ah, stimmt, das ist ja an die Hauptenergieversorgung von vom anderen Reaktor angeschlossen, weil der läuft ja hier nicht. Doch, der läuft noch. Minimal. Könnte man auch mal abkoppeln. Weil der received ja auch Energie von der Turbine. Müssen wir mal wieder rüber gucken. Noch ganz oben. Dann brauchen wir zum Magic Wand. Wie viel ist denn da noch drinne? Da ist gar nichts. Wir gehen schon ganz schön schnell durch das Zeug durch. Ja, aber die Energie, wo wir da halt auch rausbekommen. 10.000 AF, wobei mir. Ich glaube, wir verbrauchen die aktuell gar nicht. Ich sollte eigentlich lieber meine Capacitor Bank bauen. Einmal zum E-System. Dann alle Level rein. Und dann nochmal Upgrades. Nochmal 6 Stück. Warten wir noch mal kurz. Electrical Steel ein. Ja, das sind sie.
Maximal 15, das heißt, es passt. Dann brauchen wir noch ein Netherrack. Weil das gehört ja ins eine Fass rein. So, jetzt können wir es gleich anschmeißen. Nach wie viel? 2 Folgen Scheiße bauen. Na komm. Extract. Immer. Und hier hauen wir den rein. Muss laufen. Also Energie, Turbine, Receive. Und schon geht's ab. Ach, da kommt so viel von der scheiß Asche raus. Ein Kreuz. Die locken wir mal. Jabba, jabba, jabba. Wir brauchen das Teil hier. Zwar ganz schön oft, weil wir brauchen White Upgrade Slots used to. Scheiße, wir brauchen die hier. Wir brauchen hier das, da brauchen wir Vergrößerung vom Platz. Netherrack wird hier schon gespeichert und das Ganze läuft auch. Na also, endlich mal. Bin jetzt bloß mal gespannt, wann der erste Kobalt und der erste, was ist es? Kobalt und Ardite. Wenn die hier auftauchen. Ich glaube, das Kreuz nehme ich hier raus. Das kommt in eine andere. Dann hole ich noch eine Truhe. Wo das reinkommen soll. Jetzt machen wir aber erstmal. Scheiße. Ich habe mir gezählt, wie viele Barrels da sind. Müssen wir erstmal die hier machen. Das war normales Holz. Okay, wir haben noch. Komm, mach zu. Machen wir mal. So, das sollte reichen. Wir brauchen wie viele? 6 brauchen. Ach. Sticks. Ach man. Wood. Ich habe viel zu wenig Holz. So. Dann einmal so. 2 Stacks sollten da. Okay, man, keine 2 Stacks. Bis jetzt haben wir 2 Upgrades. 6 sollten wir erreichen. Dann machen wir auch mal 6. Dann brauchen wir Void Upgrades. Machen wir auch mal ein paar. Dann brauchen wir noch eine Chest. Wo der Krampf reinkommt. Vielleicht sollte ich noch ein paar Barrels machen, wäre glaube ich geschickter. Genau das hier. Können wir eh nicht machen. Ich brauche eine Holzfarm. Super. Grau, grau. Die dann mal komplett raus und da rein. So. Einmal, zweimal und Void. Einmal, zweimal und Void. Dann machen wir hier vorne. Ne, eine Chest können wir erst ganz hinten hin machen. Wir müssen erstmal warten, bis das ganze Zeug durch ist. Input. Ich habe nämlich keinen Bock, das ganze Zeug hier direkt in meinem System zu haben.
Ashblocks brauchen wir sowieso nicht. Mensch, 3000 Netherrack. Was kann man mit dem alles machen? Ich glaube eigentlich auch nichts Sinnvolles. Bubs, Smoker. Hellish Brick, der sieht cool aus. Pressure Plate, Lever, nichts Besonderes. Nichts Besonderes. Nee. Mit Soul Sand zusammen? Nee. Kannst in Lava verwandeln. Aber mit 120.000 AF. Und von einem Lava-Eim bekomme ich ganz sicher keine 120.000 AF raus. Ich kann Wasser und Lava ins Smeltery legen und bekomme zwei Obsidian raus. Gut zu wissen. Fluid Transponder, ne. Steht seit dran. Jawohl, da hat man schon das erste. Bisschen Kobalt. Durch das Speed Upgrade haben wir ja unseren Energieverbrauch nicht erhöht, von dem her ist es immer noch gut. Deswegen packen wir jetzt mal hier die Upgrades hier rein. Die brauchen wir aktuell nicht, so wie das Kreuz. Nein. So, da kommt wieder was. Ja, das passt jetzt schon. Dense Ore sollte noch von dem hier irgendwann mal kommen. Haben wir in echt in so einem Aschebiom angefangen, so wie es aussieht. Dann kommt noch irgendwann der mit Gras bewachsene Netherrack. Der wird nur eins brauchen. Kobalt kommt auch irgendwann mal hoffentlich. Da haben wir jetzt schon 6. Wo steht's denn eigentlich? Ashblocke. Kann ich eigentlich, wenn ich. Nein. Nein, bringt auch nichts. Kann ich auch nicht sehen, was da für Upgrades drin sind. Dann bräuchte ich so einen Hammer. Und den brauche ich, will ich jetzt gerade nicht machen. Machen wir es lieber so. Also da ist ein Unendlichkeits-, ein Void-Upgrade und da ist ein Void-Upgrade. Das passt so, das können wir jetzt einfach laufen lassen. Die Quarry. Volle Energie, von dem her läuft es auch. Wahrscheinlich könnte es sogar noch schneller. Also ich meine mit meinem Energieverbrauch. Aber ich muss mich jetzt langsam mal ans Autocrafting-System kümmern. Was haben wir jetzt gerade noch dabei? Einmal den Ring können wir clever da anziehen. Die große Schaufel brauchen wir gerade nicht. Den Stuff, den können wir behalten. Ring machen wir clever dahin. Das brauchen wir gerade alles nicht. Ring wieder hin. Warum habe ich so viel Schaden bekommen? Ich habe doch Protection 4. Ach, da habe ich nur Fire Protection und Last Stand und Last Stand von Arsch. Da habe ich nur Unbreaking Protection. Aber Nachtsicht kann ich da gerade, kann ich da nicht drauf machen. Der Hugo hat sich, glaube ich, gerade beschwert. Ja, es läuft doch. Einfach nicht hingehen. Da bekommt man schon die Level. So ein Scheißteil. Und verdammt viele Creeper spawnen auf dem Zeug. Aber, muss schon passen. Der Kleine ist auch weg wieder. Ach, da fehlt uns Silikon. Nö. Silikon ist da. Dia ist da. Bräuchte man jetzt Gold und nicht. Logic Promo Gold, okay. Wir brauchen die andere Platte, das war. Müsste Engineering gewesen sein. Hat er? Yep.
Jetzt bekommen wir die restlichen voraus. Ding ist offline, es passt auch. Da bekommen wir jetzt gerade noch ein bisschen Eisen. Tin. Da ist auch ein bisschen Sach drin. So. Im E-System ist aber ein Stück leerer. 36, ja, okay. So. Iron. Da, jetzt sind wir schon wieder 500 Denner. Das passt dann schon. Jetzt wollten wir den Platz beim Ding oben vergrößern. Machen wir 10. So, das reicht jetzt mal. Dann eine Runde Barrels. Nein, wir haben keine Slabs. So. Dann. Nein. Kein Hopper Upgrade. Ich will Barrels. Machen wir so viel wie wir können. 12 Stück. Und dann brauchen wir hier von denen ein paar. Das hatte 3 freie Slots. Das heißt, wir könnten so ein Upgrade draufsetzen. Dann hat man dreifache und 92 Stacks mehr. Das passt dann schon. Und die restliche Barrels können wir mitnehmen. Dann brauchen wir noch Item Ducts. Weil ich muss nur gucken, wie viele Sachen es im Nether gibt, was der abbaut. Eigentlich sollte ich da nur ein Pumpen-Upgrade draufsetzen. Das hat noch gar nichts. Dann brauchen wir einmal das hier. Einmal das hier. Zack. Zack und zack. Da können wir jetzt schön viel speichern. So, Dens Ohr haben wir auch hier. Jetzt müssen wir warten, was sonst noch kommt. Aber Soul Sand müsste noch irgendwann kommen. Da bräuchten wir ein großes Fass dafür. Weil das hätte ich auch gern. Können wir das wieder zurückmachen? Ja, passt schon. Ja, da hat man eins und da hat man eins, also es läuft jetzt schon. Das ganze Sache kann man jetzt mal hier lassen und einfach laufen lassen. Fast 10.000 Netherrack schon. Eigentlich ist Smoothstone wichtiger als Netherrack, naja. So, was machen wir jetzt als nächstes? Haben wir die Level hier rein? Es wird halt immer weniger, was man darauf drauf kriegt. Was behämmern wir jetzt an? Yellorium. Holy shit. Ich muss mal wieder meine Ohren schmelzen. Kupfer brauchen wir schon. Dann Dark Iron, muss ich gucken, ob es überhaupt geht. Ferris. Ein Inventar ist gleich voll. Gold. Boah, da haben wir schon ordentlich wieder Zeug. Alles mal rein. Dark Iron gucken wir uns erstmal nur an. Grindstone, Shapeless, Smelting, Laser, Slag, Mason, Redstone, Pulverizer, Induction, Alloy, Smelter, Sagmill. Ja, passt. Können wir reintun. Vor allem geht es ultra schnell. Dann wird nach oben. Ich brauche so einen Fernzugriff. Wenn ich bloß wissen würde, wie es geht.
So, das ganze Gold, das ganze Eisen, das ganze Lead, Silber, Shiny, Tin. Kann man alles reinschmeißen. Uranium auch. Den Rest hole ich jetzt gleich, weil das müssen wir in andere Maschine legen. Die hier. So. Oder was zum Schaffen, das wird gut lang dauern, bis das durch ist. Ups. So, klappt doch. So, da haben wir schon wieder das erste Zeug drin. Redstone kommt genau hier. Dense Ore, Dense Ore, Dense Ore. Dense Ore, Dense Ore, Dense, Dense. Dia. Die ist nehmen wir nicht. So. Es kommt wieder eine andere Maschine. Ich muss das alles automatisieren, es geht mir auf den Seier. Da ist wieder so ein Drecksack explodiert. Aber ist mir egal. So. Schon wieder 18 Level. Bloß in der Zeit, in der ich jetzt hier rumgelaufen bin. Also, passt schon. Die sind jetzt auch fertig, die ganze Prozessoren. Dance, Dance, Dance. Ja, passt auch. Was? Der hat jetzt erstmal mit Kohle angefangen. Dann hat er Eisen gemacht. Und jetzt macht er Eisen. Muss ich nicht verstehen. So. Also Yellowium haben wir jetzt auch demnächst wieder einen Haufen. Einmal hier hin. Dann müssen wir echt mal an unser Auto gedünst danach gucken. Schon wieder drei Stacks. Fast. Gehen wir die kurz rüber. Das Ganze läuft gerade. Ich hab da gerade kein Blut gezogen. Passt doch wunderbar. Verbrauch ich zwar viel zu hoch. Ist gar nicht das, was ich eigentlich gern hätte. Aber egal. So. Dann gehen wir jetzt nochmal. Nee. Jetzt macht er wieder ein Backup. Hierhin nichts Neues zu kommen, schade. Ob der schafft schon noch. Kommt halt fast nur hier Netherrack rein. 32 von dem. Was ist das? Smoldering Grass Block. Fast ein Stack von Quarz ist auch ganz okay. Und so viel von dem Scheiß. Das meine ich gar nicht brauchen. Für was kann man die Asche eigentlich benutzen? Nee, nee, kann man mit der nicht irgendwas Sinnvolles machen? Was passiert, wenn ich sie abbaue? Bekomme ich Pile of Ash? Und das könnte ich. Oh, okay. Kohle könnte ich da draus machen. Oder 400. 400 ist, glaube ich, nicht gut. Ne, Kohle hat er. Ja, okay. Dann packen wir das hier rein. Das packen wir. Na, scheiße, ich hab's ja ausgemacht. Hab keinen Müll haben wir hier. Der hat Diamond Plating, Elite Band. Diamond? Ich habe bei dem Teil noch nicht mal beste Rüstung drauf. Da kein Energy Shield drauf. Das wäre aber auch dumm. Elm? Energy Shield, ich brauche zwei Force Field im Mittel. Ja, das ist ja klar, dass die Energie verbrauchen, aber ich brauche zwei von denen jetzt. Wie heißt der Mod?
Machines, Muse, Module. Ah. Power Suit. Das reicht auch. Genau, das war die Scheiße, weil sie so teuer war. Dann brauchen wir von denen hier noch ein paar. 5. Das war doch ziemlich billig eigentlich, das Zeug. Ja, es war ziemlich billig. Machen wir nochmal von denen ein paar. So 10. Da können wir nämlich zwei Force Field Emitter bauen. Okay, 3. 2 reichen eigentlich auch. Dann wollen wir das mal installieren. Field Strength. Volle Kanne. Die bauen wir raus. Elite-Batterie, das passt jetzt schon. Jetzt kriegt man nicht mehr ganz so viel Damage. Jetzt brauchen wir Obsidian. Dann brauchen wir Dia. Und wir brauchen Iron. Einen. Dann brauchen wir Workbench, ne, Vanilla Workbench, dazu brauchen wir Holz. Anders kann man das Sigil nicht benutzen. Eine Crafted, Found Dungeon, however, activate is kind of... Cool. Scheiße. Ja. Unstable Ingot. Mit dem dann Builders Wand, wo ist denn? Da ist schon. Das wollen wir jetzt bauen. Gehen wir ein bisschen weg von zu Hause, weil... Halt, die Level nur weg. Kann sein, dass wir gleich explodieren. Wenn ich zu langsam bin. Aber ich glaube nicht, dass ich da zu langsam bin. Das sollte ich gerade noch so packen. Das machen wir ab jetzt hier. Sigil in Mitte. Halt, andersrum war's. Ja, der explodiert in 10 Sekunden. Ab unseren Builders Wand, das schaffen wir gerade noch so. Das wird jetzt dann beim, von was ist der? Extra Utilities. Ach, scheiße. Extra Utilities. Wenn wir Deep Dark später mal bauen. Wo ist denn? Deep Dark. Deep Dark. Da wollen wir nämlich unsere nächste Quarry hinsetzen, wenn die eine fertig ist. Deep Dark. Ja, da brauchen wir nämlich 4 von denen. Ein Quadruple Compressed Cobblestone und ein Quintuple Compressed Cobblestone. Das heißt, das wird ein bisschen aufwendiger, das zu machen. Wobei, wir können dann einfach einen Cobblestone-Generator nehmen und das dann packen lassen. Digital kommt da rein, Builder's Wand kommt in meinen Rucksack. Wir sind schon wieder eine halbe Stunde dabei. Dann gucken wir letztes Mal zu unserer... Hier zu unserer Quarry. Nichts Neues. Adem. Aber von jedem Mal haben wir 2, das heißt, es geht gut vorwärts. Kann man so laufen lassen. Da ist auch nichts drin. 20.000. Ja. Da müsste ich, genau, das kann man jetzt auch noch machen. Scheiß drauf.
gucken auch noch in die andere Welt. Ich bin gerade im Buch, das heißt in unserer Mining World ist der Regen mir egal. Wenn sie geladen ist. Ja, da bin ich ganz oft verreckt. Gucken wir erstmal ganz nach oben. Da haben wir Speed Upgrade 1 und Silk Touch. Bald bei 1 Million Blöcke. Wie man schon sieht, hier ist es gerade mit dem Umwandeln. Überall, wo der hellere, das hellere Gras ist, da ist sie schon gewesen, die Quarry. Das heißt, nehme viel. Und dann kann man das ganze Ding in Deep Dark umsetzen. Also so ist eigentlich der Plan. Dazu brauchen wir halt jetzt noch die Cobblestone. Die kompresste Cobblestone. Das wird noch ein bisschen aufwendiger, aber mit dem Cobblestone-Generator und dann mit, wie heißt, gibt's Ender.io, gibt's ein Autocrafting Power per Operation. Ja, können wir das mit denen machen. Oder gibt es eine Möglichkeit, es komplett ohne Energie zu machen? Das weiß ich jetzt nicht. Na, ja, müssen wir mal gucken. So. Jetzt gehen wir aber doch noch. Ganz runter. Wie viel hat er denn noch? Nee. Alles. Gerade das Gold dran. Da müsste ich auch eine bessere Methode mal gucken, wie ich das speichere. Weil mein ME-System macht das nicht lang mit. Was haben wir denn rausgekriegt? 12 Level. Verstopft mit Spinnen. Also hier können wir auch einen Haufen spawnen lassen. Alles kein Problem. Ach, der ganze Tunnel sieht nur scheiße aus. Entweder hau ich in die Tür rein und lass es so. Mal gucken. Leck. Dann haben wir hier. Ja, das passt auch. So. Einmal noch hier hin. Wenn was Neues. Sulfur Cloud. Okay. Speichern wir mal. Und dann bedanke ich mich mal wieder fürs Zuschauen. Bis zur nächsten Folge dann. Und tschüss.